Glück auf ihr Leben. Ja, willkommen zurück. Heute erforschen wir ein bisschen weiter die Geheimnisse der flachen Erde und ihre Verbindung zum Mond und damit verbunden natürlich die Bücher von Vibes auf Kosmos. Ja, Thema heute: Erdbeben und Vulkane. Ja, seid gespannt, viel Spaß, los geht's. Ja, ich habe eine kleine Änderung in den Titeln der letzten Folgen vorgenommen und habe sie ja umbenannt. Das ist jetzt alles Kapitel 42 und oder beziehungsweise Schwingung des Kosmos 42 und ich habe sie benannt mit Part 1, Part 2, Part 3 und Part 4. Das heißt, diese Folge ist Schwingung des Kosmos 42, Part 5. Damit wäre das aus dem Weg. Ja, es mag sich jeder fragen von den vorhergehenden Folgen, was Winde, atmosphärischer Druck und das pulsierende elektromagnetische Feld, in dem wir uns befinden, mit Erdbeben zu tun haben. Wie wir in diesem Kapitel sehen werden, sind Erdbeben eine Folge von Wetterphänomenen, die wiederum auf Veränderungen des atmosphärischen Drucks, auf das Vorhandensein einer feuchten und trockenen Phase der Luft, aber auch auf die Fähigkeit der Erde einzuatmen und auszuatmen, zurückzuführen sind. Es wird auch die Parallele zwischen den Himmelsphänomenen mit Erdbeben verstanden werden, was zunächst ungültig, falsch zu sein scheint. Es gibt Fälle von Erdbeben, bei denen mit der Bildung eines Erdspaltes ein Ruf nach Wasser erfolgt. Ihr kennt das selber, wenn etwas austrocknet, dann platzt das auf, egal ob es die menschliche Haut ist oder das Flussbett, was austrocknet, es kommen dann ganz viele Risse. Das ist dieser Ruf nach Wasser. Oder in anderen Fällen haben wir einen Ruf nach Lava und das Erdbeben geht mit vulkanischer Aktivität einher. All dies, wie wir sehen werden, hat mit der Art und Natur der unterirdisch gesammelten gesättigten Dämpfe, ob trocken oder feucht, zu tun. Vulkane. Vulkane, wie wir sehen werden, sind ein Teil des Kapitels über Erdbeben und haben dieselben Ursachen für ihre Entstehung. Man könnte sagen, dass Vulkane auch indirekte Ergebnisse meteorologischer Phänomene sind. Die enge und kontinuierliche Beziehung aller Elemente, Erde, Wasser, Luft, Feuer, auf allen Ebenen, Untergrund, Boden, Erdoberfläche, Troposphäre, Stratosphäre, Ionosphäre, ätherisches Feld, wird ebenfalls verstanden werden. Ja, soweit als kleine Einstimmung für die nächste Folge, Schwingung des Kosmos 42, Teil 6. Da werden wir dann alles aus den vorhergehenden Folgen zusammenführen und wir schauen uns genauer an trockene und feuchte Dämpfe, den Atem der Erde, die Ausatemphase, die Einatemphase und unterirdische Zyklen der Dämpfe und natürlich, wie die Erdbeben und Vulkane zusammenkommen und wie sie entstehen. Sie entstehen laut Vibes of Cosmos nicht durch tektonische Plattenverschiebung, denn es verschieben sich keine Platten. Das haben wir in der Folge über Pangea gut sehen können. Pangea ist einfach ein anderer Ort. Ich persönlich bin bei jedem Kapitel immer begeistert, nicht nur, weil es Dinge sind, die ich nicht kenne, beziehungsweise so mich damit nie beschäftigt habe, sondern vor allem, weil sie Sinn ergeben und rund sind. Für mich ist dieses Buch Gold wert und sollte theoretisch an jeden geschickt werden und vielleicht sogar an der Schule gelernt werden. Ja, so viel dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Schaut mal in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich besonders drüber. Und ansonsten lasst es euch gut gehen. Bis bald.